Tagchen, ihr Lieben. Nehmt euch ein Trinken, wird meistens ein bisschen länger. Den Gong muss ich natürlich auch machen. Herzlich willkommen. Überall Gongs. Ja, ist aber nicht für mich. Wir sind startklar. Positives wie Negatives bitte unbedingt in den Videos drin lassen, ansonsten das Video verlassen. Solltet ihr hier nicht resonieren. Für jeden Einzelnen, der neu hier ankommt, die Karten sind nur meine Werkzeuge. Ja? Jede Karte steht dafür, dass es Situationen sind, die unser Leben bestimmen, in unser Leben hineinkommen, unser Leben betreffen, Situationen betreffen. Deswegen müsst ihr gucken, das sind ja immer so Du- und Gegenüberlegungen, ob ihr damit zu tun habt, ja, ob ihr für jemanden speziellen hier reinguckt. Und dafür nehme ich ja die sogenannten schönen Vampire-Tarot-Karten, die etwas grausam aussehen für den einen oder anderen. Ich habe es schon gehört, dass einige die nicht mögen. Aber muss man ja auch nicht, ja. Ich gehe mit denen immer ganz gerne sehr tief, weil sie für mich sehr aussagekräftig sind. Und das ist ja auch das, was ein Kartenleger einfach auch in seiner Spirit-Verbindung herausliest. Jeder was anderes, ja. Jeder empfängt auch was anderes. Gibt auch Menschen, die gucken nur die Karte an und können sofort irgendwas sagen. Und wir starten rein. Zuerst würde ich ganz gerne, damit du hier resonieren kannst, dein Gegenüber hier einordnen, um wen es sich handelt. Und zwar nehme ich dafür auch heute diese Karten. Irgendjemand von euch, ihr Lieben, ihr habt recht, das habe ich noch nicht, glaube ich, reingeschrieben, die Liebe der Engel. Irgendjemand wollte das wissen. Das sind die Karten, die Liebe der Engel. Und schön, die Packung habe ich hier leider nicht mehr. Das waren so Affirmationskarten, ja. Aber ich werde es dann auch noch mal zeitnah in die Infobox schreiben, ihr Lieben. So, herzlich willkommen. Ach so, wenn ihr das Donnerstag jetzt seht, morgens wird es ja dann reingeladen. Wir haben ja Mittwoch, jetzt geht es so langsam in den Abend zu. Wundert euch nicht über den Short, ja. Ich habe die Kooperation sehr gerne gemacht. Ich bin auch so ehrlich, ich nehme Kooperation an. Körbe. Ich gebe überhaupt schon mal einen Korb? Ja, doch, habe ich auch schon bekommen. Aber Kooperation, ja. Und das sind nachhaltige Produkte. Deswegen, ja. Ihr Lieben, die Kooperation dauert 3 Monate. Und wundert euch nicht, so nach dem Motto, sag mal, hat die jetzt was Falsches da hochgeladen? Nein, das ist so gewollt, ja. Dein Gegenüber, eine große Sinfonie. Ihr habt es mit jemandem zu tun, der melodisch, ich sag's mal so vom Empfinden her, eine Person, die sehr melodisch ist, die auch auf Musik abgeht, ja, einen eigenen Musikstil hat, nicht alles durcheinander, sondern einen eigenen Musikstil hat deine Person, beziehungsweise wirklich fokussiert. Es gibt ja Menschen, die hören das sehr gerne, das sehr gerne. Vielleicht macht hier jemand auch Musik selbst, dann könntet ihr auch schon ein bisschen tiefer mit reingehen. Musik generell beruhigt diesen Menschen, ja. Die Sinfonie in dem Besonderen ist, es in Einklang bringen. Ihr seid auf eine Person getroffen, die mit sich im Reinen war. Zumindest habt ihr das Gefühl gehabt, ja, oder ihr kennt diese Person, wo man eigentlich denken müsste, diese Person muss mit sich im Reinen sein, ja. Das. Unerschöpfliche Möglichkeiten. Hier kämpft man vielleicht auch gerade in diesem Prozess, was mute ich mir noch zu, ja. Ich stelle mir hier einen Menschen vor, der sich vielleicht für die Fehler im Leben schämt, sehr viel rumträgt, auch vorbelastet ist und versucht, das Ganze zu bereinigen, ja. Werden schwere Prozesse sein, hier versucht aber jemand, das zu bereinigen. Unerschöpfliche Möglichkeiten. Das heißt, diese Person würde dir heute, wenn sie dir gegenüberstehen könnte und würde sagen, ich kämpfe mein ganzes Leben schon, ja, ich kann nicht mehr. Hätte auch gute Antworten dafür, dass es bei euch zu Brüchen gekommen ist oder zu unschönen Aktionen. Ich kämpfe mein ganzes Leben, ja, und trotzdem weiß diese Person, man muss weiterkämpfen.
unabhängig davon, wie ihr die Person jetzt noch im Kopf habt. Wir haben hier eine schöne Befreiung und das Geschenk des Orakels. Es ist nicht mal so ausgeschlossen, dass sich hier jemand selbst mit Karten beschäftigt. Ja, das würde ich sogar sagen, beziehungsweise nicht unbedingt mit Karten, aber mit sehr spiritueller Ebene sich gerade befasst. Vielleicht guckt man sich im Internet Videos an zu Bewusstseins, Sachen, ja. Vielleicht auch einige Dinge verstehen, vielleicht auch so Life-Coaches. Ich finde das im gesamten Orakel nicht unbedingt, aber eventuell auch, ja, den Spirit verstehen. Was bedeutet überhaupt Spirit, Geist, Körper, Verstand, ja? Das ist alles so, womit sich dein Gegenüber hier gerade befasst, damit man das erträgt. Ich weiß auch nicht, warum erträgt kommt, aber damit man das erträgt, dein Gegenüber hat es nicht leicht, hatte es nicht leicht und ist ja auch nicht befreit. Ja, also hier liegt keiner, der befreiend ist, sondern sorgt dafür, dass man irgendwann endlich aufhören kann zu kämpfen und sehnt sich hier eben nach dieser Befreiung. Ja, das ist für mich auch diese Angabe gewesen, dass hier jemand noch in diesem Prozess liegt, nach der Befreiung zu suchen. Eine Herzöffnung. Ja, wir haben hier auch so ein Herz drauf als Symbol mit dem Schlüssel. Ihr könntet der Schlüssel gewesen sein, keine Frage. Liebe war da, Liebe war vorhanden, ja. Man möchte sich und muss aber, um lieben zu können, sich hier irgendwo befreien, ja. Und das ist so für mich diese Angabe, dieser Mensch beachtet oder betrachtet Spirit von ganz neuen Seiten, war vielleicht eher so, ja, der Quatsch oder hat dir vielleicht auch gar nicht erzählt, dass man doch so eine Glaubenssätze hat oder so eine spirituelle Ausrichtung, hat sich vielleicht aber nie so richtig damit beschäftigt, ja. Das ist so irgendwie so die Endstation, wo dein Gegenüber diese Befreiung erhofft, ja, sucht und erhofft. Das würde ich hier so mit reinnehmen. Vielleicht hat man auch die Musikrichtung völlig gewechselt und braucht eben auch so, um in den Einklang zu kommen mit der Sinfonie, damit man nachdenken kann, auch Hochfrequenzmusiken, ja, oder irgendwie auch so Chakrenreinigungen oder wirklich ruhigere Musik. Hier macht man irgendwas durch, wo man seinen Geist wirklich wahrnimmt. Ja, wahrnimmt. Ihr hattet hier eine Person, die war abgelenkt von äußeren Umständen oder sehr viel Arbeit oder mit sich selbst, ja? Mit Traumata oder. Es muss nicht immer bei jedem Menschen so krass schlimm sein, aber gerade wenn diese Menschen mit Traumata oder PTBS-Störungen zu tun haben, zum Beispiel, oder inneren Kindthemen, die sehr doll noch nachhängen, dann sucht man irgendwann wirklich nach diesem: Ich habe jetzt alles durch, es hat nichts geholfen, ich merke, ich muss mich hier anders befreien, ja? Und da wir heute im Social Media genug Videos und Life-Coaches und Mindset-Ratgeber haben, denke ich, hier steckt jemand drin, um sich zu befreien, um was zu verstehen, um die Verbindung zu sich selbst oder zu dir auch verarbeiten zu können, ja? Wir haben hier die Verbindung. Hier hat man sich selbst verloren. Man muss sich wieder verbinden. Und auch du, weil wir du und dein Gegenüber legen, ist hier die Verbindung einfach auch zu dir nicht abgerissen, ja? Vielleicht warst du sogar jemand, der diesen Menschen wach gemacht hat. Ab irgendeiner Station, ab irgendeiner Situation. Du hast vielleicht auch gar nicht das Gefühl, dass du Großes geleistet hast oder denkst du so, der hat oder sie hat mich weggeschossen. Du hast aber trotzdem in meiner Legung hier sehr passend, sonst würde mir das nicht in den Kopf kommen, dafür gesorgt, dass dieser Mensch sich Gedanken macht, ja, wachgerüttelt. Auch wenn es nachgewirkt hat, du hast hier irgendwas gesagt oder hinterlassen, was diesen Menschen hier in eurer Verbindung wachrüttelt und dazu veranlasst, sich mit diesen Themen zu befassen. Und wir haben hier den Spiegel. Vielleicht kamen ja auch wieder die Sätze, die ich immer gerne sage: Guck mal selbst in den Spiegel, ja, von dir oder von deinem Gegenüber hier. Man erschreckt sich über sein äußeres Erscheinungsbild, ja, weil man sich selbst nicht mehr wahrgenommen hat. Wer bin ich überhaupt? Ja, kann ich die Maske absetzen? Also eine Prozesse. Man durchleuchtet eure Verbindung und die Verbindung zu sich selbst. Habe ich mich eigentlich so gezeigt, wie ich wirklich fühle? Oder habe ich mich maskiert, weil das die Gesellschaft oder meine Familie von mir so verlangt hat und wollte?
Wenn ihr so ein bisschen die Vermutung habt, okay, könnte in die Richtung gehen von deinem Gegenüber, dann bleib dran, denn jetzt wirst du eingeschätzt, damit du auch bei dir nochmal gucken kannst. Ansonsten macht es keinen Sinn, ich habe für mich was Schönes entdeckt, dich weiterhin zu verschaukeln, ja. Und auch in der Art, nur dass du angenehm über den Tag kommst und die Legung dann irgendwie überdimensional für dich mitnimmst. Ach so, ja, das muss natürlich so sein, war mir auch klar. Es gibt ein beruhigenderes Gefühl, wenn ich dich nicht verschaukel, ja. Das ist auch gar nicht mein Anliegen. Und von daher nehme ich dich immer voll mit rein, ja, damit du wirklich weißt, bist du hier in diesem Prozess drinnen. Und das ist auch meine Linie, daran glaube ich dann wieder, ja, wenn ich für euch beide lege, für alle beteiligten Situationen, weil das ist die Verbindung, die es letztendlich komplett macht. So, aktuell zu deinem Gegenüber kannst du dich natürlich am besten gerade hier einschätzen und dann bist du auch nämlich weitaus ein Stück weiter, um zu erfahren und zu erkennen, ich drücke jetzt aus oder bleibe dran. Bei dir ist hier eine Gemeinschaft. Vielleicht hast du mit mehreren Menschen zu tun, arbeitsbedingt oder Familienmitglieder. Oder du sehnst dich nach dieser Gemeinschaft mit deinem Gegenüber. Das könnten auch Familien jetzt hier darstellen, die dein Gegenüber hier betreffen. Oder die Gemeinschaft an sich. Ja, da denkst du gerne zurück. Ihr wart ein gutes Team. Oder wie gesagt, du weißt und machst dir in diesem Prozess keine Gedanken, dass du nicht teamfähig wärst, ja. Das ist das allerletzte, was du von dir sagen würdest, weil du mit Gemeinschaften gut klarkommst. Du hast das Feeling für Team. Ich bin im Team. Wir haben hier unbekannte Gewässer. Auch damit beschäftigst du dich gerade, ja. Es fühlt sich alles sehr neu an, sehr stürmisch. Ein Auf und Ab der Gefühle, ja, so kann man es sagen. Du hast Respekt, in deinem Jargon vielleicht Angst, ja. Was passiert hier, ja? Du hast Angst vor diesem neuen Unbekannten. Und vielleicht lenkst du dich gerne in Gemeinschaft ab. Vielleicht hast du Angst, wenn du das unbekannte Gewässer betrittst, dass du eben nicht mehr die Gemeinschaft hast mit deinem Gegenüber. Was passiert hier, ja? Du machst dir unheimliche Gedanken über dieses Hoch und Tief der Gefühle für dein Gegenüber. Es holt dich immer wieder ein, dann ist mal wieder Ruhe und du kommst mit dir klar. Und irgendwie merkst du hier so eine Schwere. Ich habe das Gefühl, ich kriege es nicht geheilt, ja. Ich habe das Gefühl, ich hänge hier mittendrin. Ich fühle, wenn es meinem Gegenüber schlecht geht. Vielleicht auch so Gedanken wie, mein Gegenüber hat dafür gesorgt, dass ich mittlerweile wirklich auch hohe Wellengänge habe. Vorher hatte ich nur kleine und jetzt sitze ich dank meines Gegenübers in Anführungsstrichen hier in so einem hohen Wellengang und weiß gar nicht mehr, wie ich vorwärts komme, ja. Also gegen die Strömung, sehr viel Kraft brauchst du hier oder hast sehr viel Kraft gehabt, sehr viel Kraft gebeten, positiv hier überhaupt zu denken, ja. Wir haben hier die Leidenschaft. Also die Leidenschaft zu dem Ganzen hat hier auch noch nicht aufgehört, ja. Du bist ein Mensch, der weiß, was man an deinem Gegenüber hier geschätzt hat, ja. Das ist für alle, die hier komplett abgeschlossen haben, würde ich ausdrücken an eurer Stelle. Ihr könnt natürlich weiter gucken. Hier ist aber die Leidenschaft einfach drin. Und wenn du zurückdenkst, gibt es einfach auch immer die Erinnerung, dass hier was leidenschaftlich war, ja, dass du diese Person zum Beispiel leidenschaftlich beobachtet, genossen, geliebt, gerne in ihrer Nähe warst und vielleicht aber das nicht zurückbekommen hast, ja, dass das so in die Traurigkeit fällt. Ich hätte mir nur ein bisschen gewünscht, wie ich das für dich hatte, ja, wo ist das hin bei uns? Dass du der Leidenschaft hier hinterher trauerst. Du hättest gerne das Gefühl zurückbekommen, was du für diesen Menschen aufbringen konntest oder aufgebracht hast oder immer noch in Gedanken fühlst, im Herzen fühlst, ja. Wir haben hier aber die Weisheit und das geht dann auch wieder zurück. Du bist aber schlauer, ja, in diesem Prozess. Ich sag's auch nochmal, hier geht es nicht darum, du bist zu doof und glaubst an irgendwas. Ihr könnt glauben, an was ihr denkt, ja, oder auch hoffen. Fakt ist aber, dass hier ein Mensch liegt, der durch die ganzen Situationen, durch die Phasen, durch die Ereignisse, die dich hier geprägt haben, ja,
dass du daraus gelernt hast. Das muss ein langer Prozess gewesen sein, dass du hier von Weisheiten sprechen kannst, ja? Du bist hier geprägt. Du warst schon vorgeprägt. Du kannst hier mit den Weisheiten arbeiten, dass du für dich auch immer trotz der Leidenschaft irgendwas findest, wo du zu dir selbst sagst, bei der ganzen Leidenschaft, bei aller Liebe gab es Punkte, die wären so und so schief gegangen, die wären auch nicht gut gegangen, hättest du hier irgendwas aufhalten können, weil dann stoppst du die Energie, das ist negativ, wäre künstlich, ja. Du kannst, wenn du negative Energie stoppst, und das ist ja im meisten Fall negative Energie, die man stoppen will, dann bringst du den Kreis der Energie schon durcheinander, ja, weil dann hältst du dich an diesem Negativen, weil du das positive Ergebnis ja willst. Ich denke ganz stark, dass du hier viel, viel schlauer geworden bist, was du hier erkannt hast, ja? Warum ihr zusammen wart, warum ihr zusammengekommen seid, warum du schon fast akzeptierst, dass dieser Wellengang eigentlich auch nur so hoch ist oder hochgekommen ist, weil du dieses Stopp eingeleitet hast, weil du da natürlich nicht freiwillig loslassen wolltest, ja? Bei deinem Menschen. Und darum geht es jetzt hier einfach. Wir gehen mal rein, ihr Lieben. Jetzt kommt ja echt noch die Sonne raus. Also, das passt. Ihr wisst, Vampire und Sonne, vertragen sich nicht gerne, ja? Ihr Lieben, dein Gegenüber hat im Kopf gerade Folgendes. Und du kennst die Situation für dich. Hier hat man generell einen starken Verlustwahn, Wahn nenne ich es, ja. Verlustangst. Nee, man probiert oder ist hier so drin, ich würde gern alles halten. Von mir darf sich niemand abwenden. Ich habe Angst, wenn sich Menschen von mir abwenden. Hier ist man schon vorprogrammiert, dass man Angst hat. Man geht schon mit dem Kopf so rein, was ist, wenn das wieder nicht klappt, ja? Vielleicht könnte das ein Störfaktor sein, dass es nie zu diesem langen jährigen Erlebnis von euch beiden gekommen ist oder wenn dann auch sehr strauchelnd. Man konnte nicht die Energie verlassen, weil man selbst Angst hatte, die loszulassen. Also kurze Prozesse war dieser Mensch ja auch nicht gewohnt, sondern eher so, ich halte, auch wenn es weh tut, ja, oder ich halte, auch wenn ich dir weh tue. Ich kann dich nicht loslassen, ich brauche dich irgendwo, ja. Das ist so eine, ich brauche dich trotzdem, auch wenn wir uns gerade nicht gut tun, ja. Wir haben hier das Rad des Schicksals. Kommt Zeit, kommt Rat mit D oder T, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Das war auch wieder, ihr seid bestimmt, ja, ihr wart und seid bestimmt in diesem Leben, dass ihr zusammen eine Partnerschaft, Begegnung oder familiär hier hattet. Das war unumgänglich, ja, das ist auch geschrieben schon. Diese Energie führte euch zusammen. Und im Kopf deines Gegenübers geht man jetzt hier alles durch, was man vielleicht zu dir gesagt hat, mit Worten, die sehr unüberlegt waren, ja. Ich denke, hier ist jemand auf Verteidigungsmodus gewesen. Ritter der Schwerter ist ja jemand, der sehr störrisch, das sind ja immer meine Flitzer, meine Ritter. Und hier kommt man so, warum, wenn unsere Begegnung doch so sein sollte oder für uns bestimmt war, warum habe ich sehr störrisch und verhalten, ja, verhalten reagiert, ja? Hier besinnt man sich. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Auch wenn hier derjenige völlig so, na dann geh doch, ja, ist mir doch egal. Darum geht's gar nicht. Es geht jetzt gerade hier um die Energie hier und jetzt, die gerade auf den Tisch fällt. Dieser Mensch merkt, ich wollte eigentlich gar nicht weg, auch nichts verlieren. Aber entweder bist du gegangen oder man hat es auch nicht mehr ertragen, sich selbst zu erkennen in diesem Spiegel, den wir vorhin hatten. Hier wird einem bewusst, wir hatten mehr als nur das Treffen, wir hatten mehr als nur die Aufgabe, wir müssen, ja, wir müssen zusammen sein, wir müssen zusammenkommen. Hier ging es mehr als eine Aufgabe von diesen genannten Sachen, ja. Hier macht man sich wirklich Gedanken, hätte ich nicht irgendwie anders mit dir sprechen können, warum musste ich immer so rein, ja, so wie so ein Messer geworfen, so als Worte, so bing, ja. Vielleicht auch immer das letzte Wort haben. Vielleicht ist man hier so in der Erkenntnis, was heißt vielleicht, hier ist jemand in der Erkenntnis, warum bin ich so? Das ist aber noch nicht die Auflösung oder Ablösung, aber man merkt hier im Kopf, warum bin ich so, ja? Warum verteile ich so?
was ist das? Was gibt das mir für mich selbst? Ich komme ja so nicht weiter, ja? Und man hängt hier so in dieser Bestimmung. Was war denn unsere Bestimmung, dass ich gerade dich als Person so befeuere mit diesen Worten, ja? Und da ist derjenige gerade drin, der sich hier Gedanken macht, warum funktioniert dieser Kopf so, ja? Warum schmeißt man mit harten Geschossen, mit Wörtern, die verletzen, ohne sich einzugestehen, das hätte ich mir auch kneifen können, ja? Da sitzt man richtig drin. Vielleicht hat man in dir auch einen Krieger verloren oder eine Kriegerin. Vielleicht merkt man, okay, du warst die Version, mit der man das machen konnte. Und das hat auch bei deinem Gegenüber sehr viel bewirkt. Jetzt gibt es keinen mehr in diesem Leben, der vergleichbarerweise so ist wie du, ja? Wo ist diese Bestimmung? Ich kläre mal auf die Bestimmung jetzt auf. Ist hier was umgedreht? Nee. Die Bestimmung. Oha. Haben wir die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, oder wartet jetzt wieder die Gerechtigkeit, ey. Wir haben hier eine 14. Hier, guckt mal. Wenn man sich die Karte so anguckt, ja, dann denkt man sich wirklich so, okay, was soll das jetzt sein? Also jedes Mal so ein bisschen bin ich da verstört von dieser Illustration hier einfach. Die Mäßigkeit. Man kommt hier wirklich in den Fluss und auch Rad kommt, Zeit kommt Rad. Es kommt was in Bewegung. Hier kommen die Ratschläge, hier poltert alles ein, hier kommt was in die Mäßigkeit, ja. Diese Wut oder dieses kalte Herz, was ihr hier bei diesen Menschen empfunden habt, rattert hier gerade ganz schön in eine komplett andere Richtung, ja. Das ist wie so ein Richtungswechsel. Hier kommt was rein, wo dein Gegenüber hier schon fast einsieht, ja, für sich. Ich sag nicht, dass dieser Mensch sofort zu dir kommt und sagt, Entschuldigung, tut mir von Herzen leid, ja. Aber hier kommt in die Mäßigkeit dieses Mensch. Wie bist du mit dem Gegenüber oder das Gegenüber umgegangen? Ja, hier kommt so, was habe ich hier gemacht? Mir fehlt das, ja, diese Power, diese Energie fehlt einfach. Ich würde mal gerne auf den Ritter der Schwerter aufklären. Was haben wir da? Drei der Schwerter. Ui. Man hat hier seine Verletztheit übers Herz sprechen lassen, ja. Drei der Schwerter kennt da ja meistens aus dem Standard-Tarot das Herz mit drei Schwertern. Das Herz wird gestochen aus Verletztheit deines Gegenübers hier. Schon vorprogrammiert, was wir in der Vorgeschichte hatten. Und man hat hier aus Schmerz, aus purem Schmerz Worte hinterlassen, ja. Hier hat man geliebt, hier hat man aber auch gelitten. Und es hat, glaube ich, auch diesenjenigen geschmerzt. Demjenigen wird bewusst, man hat hier Worte geworfen, die einem hier schon fast leid tun, ja? Oder wirklich leid tun. Wie konnte man? Was war das? Na, sag mal, ey, kommt jetzt hier wirklich komplett knalle, pralle Sonne? Alle Vampire vernichtet, ja? Ich weiß gar nicht, was das für ein Wetter zurzeit ist. Huch. So, und da haben wir es. Was war das hier hinten? Ah, die Kontrolllust, ja, oder die Angst haben zu müssen, hier wird man verlassen oder ich will irgendwie nicht loslassen, aber muss loslassen. Haben wir hier, guckt mal, die Zwillingsenergie, hier haben wir Schütze drin. Hier wäre die Zwillingsenergie, falls es für euch wichtig wäre, die Liebenden, ja. Man konnte aus Liebe, man konnte aus Gefühl irgendwie dich nicht ziehen lassen, konnte auch irgendwie nicht früh genug sagen, wir müssen es lassen. Ach, das war so ein Pakt der Liebe, ja. Und wenn man sich die Reihe jetzt anguckt, könnte man auch sagen, hier wird's im Köpfchen bewusst, wie bin ich eigentlich mit dir umgegangen, ja. Dabei habe ich dich doch geliebt, dabei wusste ich doch, wir sind ein Team, wir haben eine Verbindung. Aber warum bin ich da rübergerudert, ja? Warum habe ich das Maß übertrieben? Warum habe ich die Mäßigkeit hier nicht gehalten? Weil mir die Verbindung mit dir wehgetan hat, weil ich selbst noch Schmerzen habe von irgendetwas, ja. Wie immer, ja, im Gefühl können wir eigentlich auch nichts anderes hier auf dem Tisch zaubern, falls man sich denkt, na, ist ja immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche, aber unter anderen Energieebenen, ja, je nachdem, wie weit das Bewusstsein ist.
wie weit fortgeschritten, wo hätte man das stoppen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Fakt ist, dein Gegenüber merkt hier so einen Progress im Kopf. Und das ist ja immerhin für diese Person ganz gut, dass man es merkt, ja. Ich gehe mal ins Herz. Reicht mir schon 3. 8 der Stäbe. Mit sehr viel Kraft auf 7 der Stäbe. Man hat Kraft gelassen, man hat Kraft vorgetäuscht, ja. Das hat wehgetan. Hier war jemand, der ist von dir gegangen, obwohl man gemerkt hat, das tut weh. Hier hat man sich wieder willens die Kraft eingesetzt, ja, obwohl die gar nicht da war. Man hat hier irgendwas durchgezogen, was man nicht wollte, ja, wo man vorgezeigt hat, ich bin in dem Sinne der Stärkere von uns beiden, ich mache das jetzt. Letzten Endes brauchte man hier schon fast eine gezwungene Kraft, um das Band zwischen euch lösen zu können. Das war nicht so einfach, wie man hier gedacht hat, ja. Und wir haben ja auch den Gehängten. Ja, da hab dann mit der 12. Also hier hat man lange dafür gebraucht oder war auch danach komplett abseits, ja, als man sich gegen dich entschieden hat oder heute noch ohne dich ist. Man hat hier zu kämpfen mit, war es die richtige Entscheidung oder war es die falsche. Damit hat man sich hier keinen Gefallen getan, ja. Und das sage ich nicht, damit schöner klingt, sondern damit hat man sich keinen Gefallen getan, weil man wusste, man muss hier erheblich gegen dieses eh schon 7 der Stäbe, was ja ein Ankämpfen mit sich bedeutet, was auch manchmal, ich gebe vor, stark zu sein und bin es nicht. Und dann nochmal 8 der Stäbe rauf mit einer vollen Wucht, sonst hätte man wahrscheinlich die Trennung gar nicht gemacht oder geschafft, ja. Man musste hier oftmals über seinen Schatten springen, um hier Aktion zu machen, die einen dann aber auch genauso powerful hängen lassen haben, ja. Also das Ding ist, hier kam jemand im Gefühl überhaupt nicht weiter. Wir werden jetzt gleich mal aufklären, was die Gründe hierfür sind, aber eigentlich hat man hier total gefühlsgestört gehandelt, ja, und man merkt, das bringt einem nichts, ja, man kann hier nachdenken, wie überlebe ich die nächste Etappe vom Gefühl her, aber da hat man sich gegen seinen Prozess gewehrt, ja, den hat man nicht auf sich zukommen lassen, man hat sich vielleicht auch nichts von ihr sagen lassen, man wollte immer so den Prozess überstürzen, beenden, damit man bloß nicht hier wieder verlassen wird oder ganz komisch, ja. Wir haben hier die feurige Wucht, Ass der Schwerter, die feurige Wucht in Sachen Leidenschaft, ja, auch für mich eine Person, ich habe immer das letzte Wort, ja. Genauso wie, wo man sich hier so dran erinnert, warum habe ich hier so mit Worten geschmissen. Vom Gefühl her ist das hier dieses, es tut mir selbst weh, ja. Ich hätte eigentlich was viel Schöneres sagen können, weil mein Herz so fühlt. Aber ich habe wahrscheinlich genau Sachen gesagt, die nicht meinem Herz entsprechen, ja? Wegen 8 der Stäbe. Ich musste übertrumpfen mit irgendwas. Ich lege jetzt auf 7 der Stäbe. 3 der Münzen. Oh, das war ein Mensch, wenn es passen sollte, der es ständig gemacht hat mit euch, ja? Ständig hat man euch gezeigt, so nach dem Motto, vielleicht ein bisschen drastisch gesagt, du hast nichts zu sagen, vertrau mir, glaub mir, ich mach schon, ja, misch dich nicht ein, kümmere dich um deine Sachen, wenn du mir nicht vertraust, dann geh doch, ja, also so patzig und trotzdem sehr lang hingezogen, hingehalten. Ich muss sagen, hier hatte jemand aber auch das Bedürfnis, alles perfekt machen zu wollen und ist wahrscheinlich daran gescheitert, ja, sonst würdest du die Legung ja hier nicht gucken. Im Gehängten haben wir hier 9 der Kelche. Jemand, der seinen Selbstwert verloren hat, auf der Suche ist danach, ihn momentan auch nicht wiederfindet. Ja? Man überlegt, warum fühlt man sich selbst immer noch so leer? Warum fühlt man sich wieder leer? Das sind alles so die Angaben, die hier hochkommen. Wir gehen mal in die Tendenz rein. Ja, du fang doch um 23 Uhr an zu hämmern. Ist zwar jetzt nicht 23 Uhr, wir haben es 20 Uhr noch was, aber die bauen hier irgendein Dach, ja, damit es auch mal fertig wird, gerecht. Also vom Termin her. Wir haben hier 4 der Stäbe. Hier wird man sich bewusst, ich brauche und möchte die Sicherheit, ja. Ich muss hier was gerade stellen. Sei mal dahingestellt, wir lassen das offen, ob du das überhaupt noch willst, aber hier liegt jemand, der, streiche ich schon das Brett, der möchte für sich selbst im reinen Sein ankommen und muss erstmal für sich selbst wissen, ich erkenne erstmal die Situation zwischen uns beiden, was habe ich versaut
wo hätte ich dran festhalten müssen? Ich brauche die Sicherheit. Ja, hier braucht jemand die Sicherheit. Vielleicht ist auch dieserjenige von irgendjemandem abhängig gewesen und konnte deswegen auch nicht so handeln, wie man wollte. Ja, huch. Und wir haben hier 10 der Stäbe. Also man ist hier so an dem größten Punkt angekommen. Das wird so kommen, dass derjenige merkt, es geht hier aber auch nicht mehr vorwärts. Ja, egal wo dein Gegenüber gerade drin steckt, hier wird man merken, meine Kraft ist vorbei. Ich muss jetzt hier was ändern. Ich muss handeln. Es könnten Trennungen hier passieren. Das sage ich ganz deutlich. Dein Gegenüber könnte sich von irgendwelchen Menschen demnächst oder in Zukunft hier komplett verabschieden und trennen, weil man merkt, hier stimmt was nicht. Ja, das wird ja immer schlimmer. Ich bin jetzt auf 10 der Stäbe und brauche meine Sicherheit. Jeder geht mit mir um oder ich gehe auch schon wieder mit den Menschen um. Für was habe ich mich getrennt? Ja, oder für was habe ich von dir Abstand genommen, wenn es hier nicht besser wird? Hier geht nichts ins Positive. Ich bin immer noch kraftlos. Wo ist meine Kraft hin? Ich muss jetzt handeln. Hier wird jemand wirklich raus, irgendwo weggehen, definitiv weggehen, wird hier die Seiten wechseln. Weil wir haben hier eine König der Münz-Energie und das ist ganz klar für eine Person, die jetzt weiß, was zu machen ist. Ja, hier wird man sein Zepter in die Hand nehmen und sich daran erinnern, es geht nur mit Machen und nicht mit Abwarten hinhalten. Mehr Menschen in meinem Leben verlieren, das ist gerade eben das, was keine Sicherheit gibt. Ja, wir haben hier die Hohe Priesterin. Hier plant man auch schon den Abgang oder den Vorwärtsgang für diese Person. Wie geht's weiter? Ja. Oh, ich hasse sowas. Entschuldigt mich. Meine Puppe übernimmt kurz. Ey, da, nee, da kriege ich ja, ich sage, ich bin zu euch knallehrlich, aber nee. Nee, nee. Also ich hatte mein Fenster zu, aber das ist wie so eine Störung in der Leine gerade so. So knack, knack, knack. So kommt einem das vor. Ich habe die Fenster zu, was soll ich sagen? Wer hat denn von euch geschrieben, Sandkastenbulette? Ey, da habe ich ja schon wieder lachgelegen, flachgelegen, langgelegen, wollte ich sagen. Langgelegen vor Lachen, flachgelegt vor Lachen, nee, flachgelegt vor Lachen, oder muss was falsch gewesen sein? Sandkastenbulette. Ich dachte so, ich werde nicht mehr. Ich hasse eigentlich so eine Sandkastenbuletten, aber Miranda, da du mit deiner Berliner Schnauze. Danke für den Lacher, ja? So, danke für die Vertretung. Hier plant man. Man wird planen, man wird nicht einfach übereilt oder überstürzt irgendwo rausgehen. Dieser Mensch plant hier für die Zukunft und weiß auch, wie man hier irgendwelche Dinge angehen muss, ja? Muss in erster Linie und auch macht. Sag mal, hattet ihr einen Handwerker hier am Werk oder so? Oh. Lasst euch von mir jetzt nicht nerven, ja, so schlimm ist es gar nicht. Aber ich denke gerade für euch wieder mit, dass es ja bestimmt richtig hohl sein muss. Ich nehme mal hier mein Waffelstück hier halb ins Mund, damit ihr mich versteht. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. So, wir haben, oh, auch schön. Dreimal dürft ihr raten. Na, wonach sieht's aus? Alle Jungfrauen, seid ihr dabei? Falls ja, das ist eine Jungfrauenenergie. Wir haben hier den Eremiten. Nochmal doppelte Ansage. Hier bereitet man sich auf die Trennung, auf den Plan vor von irgendwo, aus einer Gemeinschaft, Gesellschaft, Partnerschaften, ja, von denen du weißt oder Familienangehörigen. Auf jeden Fall will man hier Leine ziehen. Man plant und man weiß das hier für sich auch schon. Ja, es kann nicht von heute auf morgen passieren. Ja. Aber hier will man sich zurückziehen. Man will sich wirklich zurückziehen. Man will da raus, wo man gerade drin ist. Es bringt ja alles nichts, ja. Ich kann auch hier nicht versprechen, dass hier jemand zu euch zurückkommt, weil ich glaube, von der Energie seid ihr einfach auch schon zerschossen. Und das sage ich mit starkem Bewusstsein. Ihr seid hier in der Energie erstmal zerschossen, ja, weil dein Vertrauen ist weg. Das Vertrauen deines Gegenübers existierte übrigens nie, ja. Weil man irgendwo gefangen war oder Sachen noch nicht bearbeitet hat. Wichtig ist aber, dieser Mensch möchte für sich selbst in die Heilung gehen. Ja, man will sich zurückziehen. Man hat keine Lust mehr, dort zu sein, weil man dort auch nicht geheilt wird. Weiter geht's mit dem Herrscher. Ich habe die Vermutung, hier liegt sogar eine Person, die vor euch den Herrscher gemacht hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wahrscheinlich kraucht
oder sehr lange krauchen musste in seinem Leben. Ja, eigentlich unterste Schublade behandelt wurde, ja. Also das kommt mir gerade so rein, wenn ich diesen Herrscher angucke. Ihr dachtet immer, boah, ist das ein gestandener Mensch, ja. Eine gestandene Frau, ein gestandener Mann. Da will man aber selbst wieder rein. Das heißt, auf dieser Seite, wo man jetzt gerade ist, aktuell, hat man sich total verloren, ja. Und man möchte auch, das weiß man für sich im Plan, was ist eigentlich hier aus mir geworden, ja. So nach dem Motto, jetzt kriege ich die Kraft. Warum waren die Bestimmungen alle da? Warum habe ich dich dadurch verloren, ja? Ich muss sie wieder zurück. Ich muss sie wieder zurück in meinen Status, den du von mir kennst. Aber wo bin ich eigentlich drin, ja? Oder wo hänge ich die ganze Zeit drin? Ich bin ja eigentlich ein lächerliches Geschöpf meiner selbst, ja? Wenn man sich so selbst in dem Spiegel wieder betrachtet, würde man denken, ist ja krass, wie bin ich denn vor dir getreten und was lebe ich denn jetzt gerade aus, ja? Und das ist hier diesemjenigen bewusst oder wird bewusst, es kann schon verankert sein, aber hier bereitet man sich auf die Planung vor, dass man nicht alles verliert, ja? Wir gehen mal weiter danach, wenn man sich hier zurückgezogen hat und den Prozess alleine hat. Hier kommt Gefühl. Es kann, ganz, ganz vorsichtig, es ist kollektiv und keine private Legung. Privat würde ich sagen, hier kommt nochmal jemand und wird mit dir Kontakt aufnehmen. Ob da nun ich liebe dich immer noch rauskommt oder es tut mir leid, spielt gerade keine Rolle, weil das für dich wäre das Schönste, was du erstmal hören könntest, ja, als Bestätigung, als Danke, dass du mich schätzt, ja, weil das ist ja bei den meisten der Unfall, der hier so drin steckt. Trotzdem darfst du auch da, wenn das jetzt nicht deine Legung sein sollte, immer daran denken, du bist nicht hier, um andere glücklich zu machen, ja? Wenn es die Ergänzung gibt, dann ist es schön. Oh Gott, wenn es die Ergänzung. Ich habe gleichzeitig zu dem Wort Ergänzung Agenda gehabt. Ich habe gerade echt überlegt, so, was habe ich jetzt gesagt? Wenn es die Agenda gibt, wenn es die Ergänzung gibt, dann ist es schön. Aber trotzdem, ja? Du musst lernen, ein hartes Feld zu kriegen und du darfst nicht zulassen, dass andere dir ein Gefühl hinterlassen, dass du nichts wert bist, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Hast du nicht, ja? Jede Aufklärung ist auf diesem Planeten realisierbar, ja? Wir haben Mund bekommen, wir haben ein Gehirn bekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn sich jemand überimpft hat, dann kann natürlich auch irgendwann nichts mehr rauskommen, ja. Ich stoppe mich hier nicht und ich sage das voller Sarkasmus und Ironie und auch wahrheitsgemäß. Und wisst ihr, gerade die dann, ich muss gerade mal, ich weiß auch nicht, wo das herkommt gerade, und gerade die dann sich darüber aufregen, sind die größten Schwurbler, in Anführungsstrichen, ja. Also aufpassen mit dem Gesagten. Nehmt das für euch rein, wenn euch jemand behandelt hat wie ein Stück Scheiße. Ich muss es sagen, weil es sind öfter die höchsten Ebenen, wo ihr euch so fühlt, ja, als ob es so war. Dann lasst das bitte nicht an euch ran, weil um sowas zu sagen, damit möchte derjenige ja was mitteilen, ja. Mir geht's selber scheiße, deswegen sage ich zu dir, du bist ein Stück Scheiße. Man projiziert aus Herzschmerz sein Gefühl auf dich und wo es kleben bleibt, ist natürlich dann oftmals bei dir und du denkst dir so, ja, danke, komm, gib mir einfach irgendwie eine Schlaufe oder bitte lass mir irgendwas auf den Kopf fallen, ja, hab keinen Bock mehr. Nimm es dir bitte nicht persönlich, auch wenn du die Hölle hier auf Erden erlebt hast, ja. Das sind Schmerzen, die zu dir reingebracht werden sollen und du musst da so mutig sein und sagen, zurück zum Absender, ja, selber bin ich nicht. Du weißt doch, was du bist, ja, du bist doch kein Stück Scheiße. Du musst wirklich in dem Moment sagen, danke, hat gesessen, aber nicht mit mir. Zurück zum Absender, nimm mit deinen Kackhaufen oder deine Nougatstange, ja. Ich sag's jetzt mit Absicht so krass. Hier könnte und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Tages, berufe dich darauf nicht, aber eines Tages jemand das Gefühl bekommen, sich bei dir entschuldigen zu wollen, sich bei dir alleine auch erkundigen, ja, man macht hier Erkundigungen nach dir, weil einem das wichtig ist, ja. Man kriegt mit dem zunehmenden, ich will nicht sagen Alter, aber man kriegt hier mit zunehmenden Phasen, die schlagartig sein können oder ein bisschen länger, ein schlechtes Gewissen, ja. Man fühlt, ich habe dich
alleine gelassen. Ja, man fühlt, man hat dich alleine gelassen. Aber da musst du auch stark sein und sagen, nee, alles okay, du hast mich nicht alleine gelassen. Ich komme mit mir ganz gut klar. Du hast dich gut aussortiert zu dieser Zeit, ja. Das sollte so sein. Das sollte auch eine Bestimmung sein. Hier liegt trotzdem jemand, der hat einfach das Bedürfnis, dir mitzuteilen, dass man hier, der einen sieht, dieser Mensch sieht ein, dass man dir wehgetan hat, ja. Wir gehen mal in den Eremit rein, was man da als Heilung durchmachen möchte. Oh, meine Lieblingskarte, hier kommt sie wieder. Deswegen auch die ganze Zeit die Sonne, ja. Ey, ich liebe diese Karte. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die darüber lacht. Aber ich liebe sie. Guckt sie euch an. Ja? Mit der wunderschönen 19. Man geht... es ist ja... Hier, mein Denken wieder, ja? Jede Tarot ist ja mit einer... Gabe hier bestückt, die wir nutzen können, ja? Das haben ja auch Wissenschaftler, die waren ja auch schlau bis zur Oberkante, bis ins Unendliche. Der Rückzug vom Dunklen in die Heilung zu gehen, Sonne, was passiert mit einem Vampir, wenn er in die Sonne geht, also stirbt eigentlich, ja? Da kann man nicht überleben. Das ist für mich eine riesen, als ob sich dieser Mensch selbst schämt, anekelt, diese Hülle, diese Seele loswerden möchte, ja, als ob man hier so einen Prozess durchmacht, ich möchte oder wünschte, dass ich einiges nicht erlebt, gelebt oder hier an meiner Seite gehabt hätte. Hier hat man so einen Wutschrei wieder nach, mein Gott, ja, ich will Licht, ich muss ans Licht, ich will als Mensch leben, nicht als Vampir, der nur andere aussaugt, der dafür geboren ist, saugen zu müssen, weil ich es nicht anders gelernt habe, ja? Hier liegt ein Sauger, weil man hat es leider, ist keine Entschuldigung, aber fürs Verständnis vielleicht, man hat es hier nicht gelernt, selbst den Zapfhahn zu bedienen, ja? Und deswegen, der Rückzug gilt, ey, transformier mich mit jeder Zelle meines Körpers, ja, transformier mich mit jeder Zelle meines Körpers. Hauptsache, ich bin nicht mehr in meinem alten Ich oder stecke hier auch nicht mehr drin, voller Wut, Hass, Pein auf mich selbst und auf andere und habe dir das gegeben, ja. Deswegen ist es einem hier auch wichtig, dass man auf dich zukommen wird oder sich einfach nur um dein Wohl erkundigt, ja. Das definitiv wird hier jemand machen. Die Herrscherangabe, oh, guckt mal, also ob es nun nett ist oder nicht, entweder wird man hier, das kann auch eine Vaterfigur im Übrigen darstellen, ja, wir haben hier eine Skorpionenergie, eine gepfefferte, lass mich mal so erklären, entweder hat hier wirklich irgendein Familienmitglied Vatermodell Einsicht, ja, was habe ich hier gemacht, vielleicht auf den alten Tagen dann hin, ich wünsche es keinem, dass es so lange dauert oder braucht, ja, kommt hoffentlich zu jedem von euch und kann sich entschuldigen, bevor es zu spät ist, ja. Sollte es hier nicht sowas sein und es wirklich mit einem Gegenüber zu tun haben, den ihr zwischenmenschlich lieben konntet, kennengelernt habt, dann legt man vielleicht hier auch diese starke Hülle komplett weg. Durch dieses, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht nur noch stark sein und alles hier kontrollieren. Ich will einfach auch mal an die Hand genommen werden, ja. So wie man das von dir vielleicht sogar kennt. Ich will mein altes Leben nicht, ja. Wir könnten jetzt ganz crazy denken, ich will hier gar keinen auf so eine Ideen bringen, wenn ich das so weiter erzähle, ja. Ich will mein Leben nicht. Aber so fühlt sich das an, das wird dieser Mensch... Dafür ist die Legung nicht bestimmt, irdisch machen, um Gottes Willen, ja. Aber ich will das nicht. Ich will mein Ich nicht leben. So will ich es nicht mehr weiterleben. Ich will es auch nicht mehr so haben, ja. Ich will, dass meine Hülle irgendwie stirbt oder ich mich heilen kann, ja. Hier bittet jemand schon fast um so eine Chance. Lass mich mein Leben, was mir jetzt noch bleibt, neu anfangen, ja. Ich will einen Neuanfang. Hier bettelt jemand nach einem Neuanfang, weil man sich selbst mit den Energien, die man dir hinterlassen hat oder ansatzweise zeigen konnte oder gezeigt hat, die möchte man nicht weiterhin leben, ja? Die möchte man für sich nicht selbst sehen, weil man sich sonst auch im Spiegel nicht wiedererkennt. Man schämt sich, man arbeitet hier irgendwas auf und da haben wir sie auch wieder, Mann, ich hab dich davon gar nicht geküsst,
Hier, die Mäßigkeit bleibt, ja, so wie es reinkam, so schallt es auch wieder raus ins neue Leben. Hier geht man mit einer Mäßigkeit rein ins neue Leben. Und nicht, ich bin der Herrscher und ich bin auch jemand, der nur kuscht. So ein Ding gibt es nicht, ja. Hier wird man sehr viele Prozesse erkennen, aufarbeiten, indem man sich, gerade wo man sich jetzt befindet, irgendwo rausbefreit, ja. Und auch in dieser Linie, man will zuerst wissen, wie es dir geht. Man erkundigt sich irgendwie nach dir, ja. Man kennt vielleicht Leute oder sieht offene Profile, wie auch immer, was sich nicht, yippie-yay, macht deinen Schmerz auch nicht weg. Aber das ist so ein Anstoß, geht es dir überhaupt noch gut? Mein Gott, was habe ich mit dir gemacht, ja? Man kann dich hier nicht loslassen. Ist eine blöde Legung, gerade mit diesem, man kann dich hier nicht loslassen, ist wieder so dieses, ich verschaukel dich, ja. Aber ich kann es gerade nicht anders sagen. Hier möchte jemand nur, wenn er weiß, dir geht es gut oder kriegt hier irgendwie endlich auch seine Befreiung, dass man, weil man nicht weiß, wie geht's dir, ja. Weil man ja rückwirkend sieht, oh Gott, was habe ich hier mit dir gemacht, ja. Für wen habe ich mich entschieden? Wo sitze ich drin? Wen habe ich verloren, ja? Und dann geht's los. Eigentlich mit deiner einwirkenden Kraft von dir auf das ganze Ding hier, ja? Die Mäßigkeit, die Schütze-Energie, Skorpion nochmal, wirst du wahrscheinlich deinem Gegenüber auch mitgeteilt haben, ja? Wobei man das Yin-Yang-Spiel Licht-Schatten ja auch sehen könnte. Der ja? Skorpion-Schütze ist ja nun auch sehr krass. Trotzdem braucht man das, ja, um sich zu verteidigen und trotzdem auch so wieder die Waage zu halten in diesem Ziel, ja, die Schütze-Energie, dieses Ziel zu verfolgen und auch hier nicht aus der Reihe zu kippen, aber mit einer Mäßigkeit, was ja wirklich eine Balance ergibt. Man darf hier nicht wieder übereifrig werden und fällt wieder hin, ja, man verliert die Balance. Das glaube ich nicht, weil das kam hier vorne schon davor. Hier wird jemand gezielt sich selbst heilen wollen. Und schreit auch hier wirklich förmlich wieder dieses, mach mich kaputt, ja, verbrenn all meine Gedanken, mach, dass ich daran nicht mehr denken muss, mit der Erkundigung zu dir. Ja? So, bevor wir jetzt in die Start-Endrunde kommen, machen wir jetzt dein Engel. Ja, wir machen dein Engel, weil es geht mir darum, dass du für dich weiter heilst, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob dein Gegenüber gerade würdig ist, einen Engel zu kriegen. Klingt gerade sehr hart, ja. Weil man befindet sich hier in einer Transformation, im Prozess, den man selbst verstanden hat. Deswegen bekommst du einen Engel und dreimal dürft ihr raten, was kam diese Woche richtig oft, wenn ihr oft guckt. Tata! Ich muss es leider nochmal vorlesen. Luzifer, es tut mir leid. Ich habe den Text, ich kann ihn euch einfach nur am besten vorlesen, damit ihr das versteht, ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder dritte Mal, dass er jetzt hier in den Legungen rausfällt. Und zum Auffangen für dich, für diesen Gegenüber, wo bin ich denn gelandet? Bei diesem Saat-Kiel? Hä? Was denn das? Wie? Das ist ja schon wieder gruselig. Warum ist denn meine Zahl gerade weg? 109. Ja, bist du denn ein bisschen besenkt? Madame Miranda? Ah, okay. Naja, eine 107. Sieht ein bisschen anders aus als eine 109. Also, passt auf, ihr Lieben. Lehn dich zurück, atme tief ein am besten, weil das stresst euch natürlich auch, wenn es auf jemanden passt. Wartet, ihr kriegt nur einen Klanggong. Der hat mir gar nicht gefallen. Der klang voll hektisch. Ja, jetzt ist besser. Habe keine Angst, sagte dieser Engel. Habe keine Angst vor mir. Ich bin bereit, für alle Menschenkinder die Schattenseite des Seins zu repräsentieren. Ich bin nie aus der Gottesgnade gefallen. Ich habe mich nur zu sehr meinem Ego, meinem niederen Selbst zugewandt. Habgier, Neid und Hass sind niedrig schwingende Energien in den Menschen und sie werden geliebt. Ey, dazu komme ich gleich, wenn ihr am Ende dran bleibt. Ich habe ihn heute sehen. Den Dämon, den Teufel persönlich mit meinem Sohn. Passt auf.
Ich zeige sie in der Außenwelt. Sie vergiften die Liebe und die Gnade des Himmels, doch sie sind nicht sehr machtvoll. Ja? Ihr hattet mit diesem Gegenüber nicht viel Liebe, viel Spaß, was ihr bekommen habt. Ihr habt vielleicht sehr viel empfunden durch diesen Schmerz, vielleicht auch Liebe bekommen, aber doch sind sie nicht sehr machtvoll. Ja? Und das hat dein Gegenüber hier verstanden oder wird verstehen, ist in diesem Prozess drin. Was habe ich da eigentlich abgegeben für einen Herrscher, ja? Wo, guck mich mal jetzt an. So von einer Mini-Kartoffel vorher zu so einem Klopper, ja? Menschen können sich in jedem Augenblick, vor allen Dingen Menschen als Kartoffel, die Liebe entscheiden. Dann schwinden die negativen Kräfte. Wo stehst du zurzeit in deinem Leben? Wo musst du eine Entscheidung treffen zwischen Mitgefühl und Anklage, zwischen Vergebung und Schuldzuweisung dir oder anderen gegenüber? Sei mutig, entscheide dich für die Liebe, sagte dieser Engel. Lasse nicht dein niederes Selbst entscheiden, sondern dein Herz. Ich werde wieder in den Schoß unseres Schöpfers zurückkehren. Oh, das ist echt teuflisch gerade. Also doppeldeutiger geht's gerade bei mir im Fall nicht, aber oh. Ich werde wieder in den Schoß unseres Schöpfers zurückkehren, wenn alle Menschen ihrem Herzen folgen. Ich bin gefallen, um zu zeigen, dass Zorn, Zerstörung, Neid, Hass oder Rache kein Glück hervorbringen, sondern das Herz verschließen. Das ist jetzt eure Stelle, falls ihr hier nicht mehr hinterherkommt. Viele wünschen dem anderen das Schlimmste, ja? Merkt euch diesen Satz nochmal. Ich bin gefallen, um zu zeigen, dass Zorn, Zerstörung, Neid, Hass oder Rache kein Glück hervorbringen. Und trotzdem ist es der Engel oder Luzifer, der dir was zeigen möchte, ja? Sondern das Herz verschließen. In ihm aber wohnen Glück und Liebe. Überall dort, wo Angst herrscht, hat sich die Liebe zurückgezogen. Bitte den Himmel, dir zu helfen, mit deinem Herzen zu sehen und zu handeln. Dann ziehen sich die Ängste zurück und die Liebe nimmt ihren Platz ein und heilt dein Herz dieser Welt. Ich muss dir nochmal sagen, für dich, falls du hier nicht rauskommst aus der Verbindung, ich bin gefallen, um zu zeigen, dass Zorn, Zerstörung, Neid, Hass oder Rache kein Glück hervorbringen, sondern das Herz verschließen. Zorn, Zerstörung, Neid, Hass oder Rache kein Glück hervorbringen. Ich würde es auch nochmal 8-mal sagen, ja? Aber kommt bitte davon weg, weil das ist nämlich auch genau der Prozess, den ich ja auch immer wieder erwähne. Werdet nicht zum Menschenhasser, werdet nicht, weil dann passiert nämlich auch das mit diesem Herz, ja? Ihr nehmt eine Haltung an, ihr werdet schon von vornherein ganz anders wahrgenommen und falsch verstanden, weil ihr hier den Schlüssel, den habt ihr fast mit selber runtergeschluckt, ja, da kommt jetzt keiner mehr ran. Ihr sollt euch ja schützen, aber ihr sollt durch diesen Zorn, diese negative Energie, ja, das darf nicht sein. Ihr müsst Vertrauen lernen. Und das kann man auch, ja, indem man in bestimmten Fällen nicht sofort Vertrauen von Leuten erwartet. Das ist ein Aufbauprozess. Man kann nicht von jedem Menschen, auf den man zutrifft, Vertrauen erwarten. Stellt euch mal vor, ich gehe jetzt einkaufen und sage zur Kassiererin oder zum Kunden einfach so, hier können Sie mal bitte auf meinen Hund aufpassen. Also wenn der dann mit meinem Hund abhaut, dann kann ich mir nicht Vorwürfe machen, dass ich wieder mal dem Falschen vertraut habe, ja? Ich meine, das ist absurd jetzt, dieses Beispiel. Aber das, warum bin ich so weit gegangen, ja? Da, das war viel zu früh. Ich hätte meinen Hund auf dem Arm in eine Tasche oder erstmal nach Hause bringen müssen, damit mir das nicht passiert. Und dann fängt es an, Zorn, Hass, Wut über mich selber, über denjenigen, der meinen Hund geklaut hat, weil ich zu viel Vertrauen verlangt habe, aber auf welcher Basis, ja? Und Vertrauen entwickelt sich auch nicht erst in oder schon in den ersten 6 Monaten. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ja? Weil man würde gern vertrauen. Bei der Familie ist es natürlich noch anders, aber da ist auch Loyalität dicker als Blut, ja? Ist nun mal so. Das ist ein Prozess, ja? Auch wenn man von jemand verarscht wird oder sich verarscht fühlt. Vertrauen ist ein Prozess, der meines Erachtens nach wirklich, das ist eine Arbeit, ja?
Das ist ein Zusammenspiel, das ist eine Arbeit. Ich würde mich fast aus dem Fenster legen und sagen, Vertrauen. Und nicht, weil ich Vertrauensmissbrüche jetzt aus meiner Familie kenne. Aber natürlich wird man Erwartungen nicht so bekommen haben, wie man sie gedacht hätte, ja? Aber ein Vertrauen ist, glaube ich, ein Jahresprozess. Bis auf abgesehen, dass man sofort anhand Blicke, Aura, Attitude oder das schon sehen kann, kann ich diesen Menschen irgendwie annehmen, ja? Oder ist da irgendwas komisch? Sowas kann sein. Aber ich würde einen fremden Menschen, der vor mir steht, nicht sofort vertrauen, ja? Und das ist für mich eigentlich gesund, ja? Weil so einfach kann ich es mir nicht machen. Ich vertraue hier demjenigen. Hä? Also mit welcher Arbeit denn, Miranda? Was hast du denn dafür geleistet? Ich sag so, ja, ist eben einfach, was ich mir wünsche, ja, dass man mir vertraut und ich demjenigen auch vertrauen kann. Aber das Leben ist auch kein Wunschkonzert, ja. Man muss auch für diese Energie wieder was machen. Und ich will euch ja nicht für bekloppt halten oder hier irgendwie, ich habe keine Suppen gefressen, ja, mit so einem Weisheitslöffel. Garantiert nicht. Aber das kam nicht durch Prozesse. Vielleicht wurde es mir durch meine Mom früh genug angeeignet oder durch meine Omi, ja. Vielleicht habe ich als Kind besonders viel aufgepasst oder wurde sehr oft aufgeklärt, geh nicht mit, lass dir kein Tier zeigen. Da fängt das ja schon an, ja. Lass den Mann noch so nett zu dir sein. Geh nicht mit, ja. Lass dich nicht anquatschen. Gucke immer, wo ist deine Mama, wo ist jemand, den du kennst. Geh nirgendwo mit hin, auch wenn die Versuchung und Verlockung noch so groß ist. Gehe nicht nach Vertrauen, ja. Und das ist es einfach. Bitte den Himmel, dir zu helfen, mit deinem Herzen zu sehen und zu handeln. Dann ziehen sich die Ängste zurück. Du musst gewappnet sein darauf, dass dir das passiert, ja? Und die Liebe nimmt ihren Platz ein und heilt dein Herz und diese Welt. So. Das ist dein Engel, der dich hier begleitet. Der dir hier nochmal einen Anstoß gibt. Hey, denk nochmal drüber nach, ja? Komm weg von dieser Enttäuschung. Verarbeite, heile für dich. Keine Frage, aber wünsche dem anderen nichts Schlechtes, weil sonst kannst du dich so zusammenkauern, ja. Das Schöne finde ich ja bei diesem, ihr wisst ja, mit Engeln habe ich es ja gar nicht so bis vor kurzem gehabt, da habt ihr mich ja fast zwangsweise lieb gemeint mit den Karten hier in Verbindung gebracht. Meine Mama, weiß ich, liebt Engel über alles, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich Engel nicht schön finde, aber ich habe noch keinen Kontakt mit Engeln gehabt. Das ist es, ja. So wie ihr das vielleicht beschreiben könnt oder hattet. Ich hatte andere Sachen, aber die tun jetzt hier nicht zur Sache. Es sieht aus wie ein Herz. Jedes Mal, wenn ich mir diese Karte angucke, denke ich immer oder schwanke zwischen Schwan, fragt mich nicht warum. Vielleicht auch, weil ein Schwan auch erst in der Schönheit schön wird oder ein schwarzer Schwan. Ich weiß nicht, warum ich das sehe. Aber ich sehe tendenziell immer ein Herz, ja? Und dabei liegt hier ein gebrochener, in sich zusammengekauerter Engel, Luzifer, dem trotzdem noch die Chance gegeben wird, hey, ja, du darfst nicht Hass, Groll, Wut, Zorn. Und es bildet hier so ein Herz, ja? Oder bin ich blöd, sehe ich alleine nur so? Immer, und dadurch, dass ich es ja jetzt sehr oft begleitend bekommen habe, auch noch passend mit meinem Oberteil, jetzt komme ich gleich zu dem Dämon, den ich heute getroffen habe, mit meinem Sohn. Ihr bekommt die Stärke. 32 Quersumme 5 haben wir hier, da habe ich zurzeit auch ein bisschen Aussetzer. Manchmal ist wirklich die Antenne weg. Herrscher, was kommt nach dem Herrscher? Bin ich bescheuert? Ich weiß nicht, warum ich gerade so ein Loch habe. Sonst kann ich es aus dem FF. Die Stärke. Der Magier ist die Eins. Herrscherin, Herrscher. Was kommt denn nach dem Herrscher? Bin ich blöde? Warum habe ich jetzt so eine Lücke? Das ist so meine Frage, ja? Warum habe ich gerade in der Angabe eine Lücke? Ergibt für mich gleichzeitig auch wieder hier Sinn, muss ja irgendwas sein, ja? Warum? Die 5.
vielleicht sind das auch krankhafte Aussätze bei mir mittlerweile. Warum kriege ich die gerade nicht hoch? Die Stärke. Der Hierophant. Ich bin so doof, der Hierophant, wa? Es ist der Hierophant mit der 5, die Stierenergie, Stärke. Auf Weiher. Ich hoffe, ihr habt vorgespult. Auf Weiher, der war weg. Die Erkenntnis habe ich selbst nicht bekommen, ja? Da ist es. Die Erkenntnis vom Hierophanten habe selbst ich gerade nicht bekommen. Warum? Weil ich bestimmt mich mit so einem Kram hier ärger. Lass Zorn, Wut und Hass weg. Und deswegen nimmt man mir schon Anteile vom Gehirn. Lass doch, was dir passiert ist. Aber ich möchte euch mitteilen, wenn sich die Farbe hier schon wiederholt von Lucifer und mir. Ich mit meinem Sohn möchte Bubble Tea trinken, ja, weil wir einen Termin hatten und der war 2 Stunden und dann habe ich geparkt. Und ich denke mir, da will eine Frau so vorbei, also im Wendekreis, will vorbei und denkt, sie kann nicht vorbeifahren, aber blieb stehen. Und ich mache so, doch, passt, so voll nett noch, ich Idiot, ey, aber egal. Doch, kommen Sie, noch voll hilfsbereit. Kommen Sie vorbei. Dann macht sie die Tür auf und nuschelt irgendwie was. Und ich so, bitte? Warum stehen Sie da? Ich so, weil ich was holen möchte, dauert 2 Minuten. B- und Entladen, das schaffe ich. Und was ich raustrage oder reintrage, das können Sie mir überlassen. Aber hier ist es nicht absolut verboten, ja? Doch. Und er machte ihre Tür ganz langsam auf. Ey, ich dachte wirklich, da sitzt der Dämon persönlich drin. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, ja. Kalte, blaue Augen, wirklich tot, ja, so wie ich es manchmal beschreibe. Und hat die ganze Zeit, wo ich gefragt habe, bitte, wo ist denn jetzt ihr Problem? Weil mein Sohn bei war, wenn mein Sohn nicht bei war, kennen mich die Menschen unter Umständen ein bisschen anders. Aber nicht sofort, sondern ich musste mich schon echt zügeln, ja? Macht sie so. Weil ich jetzt hier so lange bleibe, bis sie weg sind und ich sehe sie nicht, als ob sie B und entladen. Ich so, da haben sie recht, aber könnte ich trotzdem für 2 Minuten meinen Bubble Tea kaufen gehen? Duzen Sie mich bitte nicht. Und ich dachte so, alter Schwede, ich gucke meinen Sohn an. Ich so, habe ich gerade du gesagt? Er so, nein. Ich so, okay, ich habe sie gerade nicht geduzt. Tun Sie mal so blöd. Also die fing dann an, mir alles in den Kopf zu reden. Nach dem dritten Satz, wirklich, ich habe eine Macke bekommen. Ich dachte so, ey, mach die Tür zu oder ich weiß nicht, was passiert jetzt gerade gleich. Sie hat jeden Satz umgedreht, verformt. Vor mir stand jemand, ich so, wollen Sie jetzt auch warten, bis der andere wegfährt? Nein, weil ich spreche ja mit Ihnen. Ansonsten rufe ich die Polizei. Und ich meinte, okay, dann rufen Sie die Polizei. Ich habe gesagt, duzen Sie mich nicht. Oh, ich meinte nur noch nach 5 Minuten, das ist für mich auch immer eine gute Übung, ruhig zu bleiben. Miranda, du hast deinen Sohn bei. Sei froh, dass du deinen Sohn gerade bei hast, ja? Er war auch ruhig, weil ich war stolz auf ihn, dass er ruhig war. Und ich auch und dachte mir noch so, ey, wirklich, bei dem nächsten Satz, ich glaube, es hätte ein Satz neue Reifen geklatscht, ja? Ich habe so die Augen, diese kalten Augen, dieses duzen Sie mich nicht, obwohl ich überhaupt nicht du gesagt habe. Ich rufe die Polizei, ich so, ja, machen Sie dieses B-Entladen, ich warte hier, ich suche mir genau dich raus. Ich dachte mir so, what the fuck, wo kommt die eigentlich her, ja, was hat die Langeweile, was ist mit ihr los, lass mich einfach in Ruhe. Und habe ihr dann auch gesagt, ey, bitte machen Sie die Tür zu, ansonsten garantiere ich für nichts. Ich möchte jetzt meinen Bubble Tea kaufen und Sie stehen bestimmt schon länger als 2 Minuten und diskutieren mit mir hier rum. Also das ist auch so dieses Diskutieren schon zu viel, ich hätte gar nicht auf sie eingehen müssen, aber dieses Vertrauen-Fop-Ding war ja demnach nämlich auch, ich Idiot, werde immer Idiot bleiben, weil ich das gerne mache, ja, passt noch,
Mach noch schön den Schülerlotsen. Voll nett so. Die arme kleine Frau, ja? Hab ja nicht gesehen hinter der Scheibe, dass sie das an Dämonen sitzt oder irgendwie so ein Besessener. Komm, pass durch. Und dann so wie im Horrorfilm so, Tür auf. Merken Sie nicht, was Sie falsch machen? So, ja? Und dann ging die ganze Chose los. Dachte mir so, komm, Kilian. Also ich war kurz davor, wirklich zu gehen. Ja, weil ich kenne mich, wenn jemand so krass provoziert, meine Nerven strapaziert und dann anfängt, mir irgendwas einzureden, das ist so das Schlimmste, was du mit mir machen kannst. Aber ich dachte, nee, kontrollier dich einfach. Was soll denn passieren? Nimm es einfach in Kauf, dass sie die Polizei ruft. Vielleicht ist sie auch nicht mehr ganz knusper in ihrer Welt. Aber dann frage ich mich, was hat die hinter dem Steuer zu suchen, ja? Das war ganz gruselig, war wirklich ganz gruselig. Jemand, der es drauf abgesehen hat, ja? Weiß ich nicht. Vielleicht denken auch manche, ich kann kein Deutsch sprechen oder so. Manche gehen ja so nach den Schubladen, ja? Ach, die hat braune Augen, braune Haare. Die versteht bestimmt nur, denke der Dong Dong oder so, ja? So, denke ich so, hä? Aber auch das war es nicht, ja? Sonst hätte sie sich ja erschrocken, dass ich mit ihr kommunizieren kann. Und das alles so, die hatte eine ganz widerwärtige Energie, ja? Und deswegen ist mir das auch eingefallen, so der Farbton und Miranda, nimm das nicht mit in den Tag, ja? Schieb das zurück zum Absender. Eigentlich habe ich es bei ihr gelassen dort. Ich habe es bei ihr gelassen, ja? Weil ich es nicht mitnehmen wollte. Aber mir fiel das gerade hier wieder so ein mit diesem Hass, Wut, Groll. Wozu, ja? Hab jetzt 10 Minuten über die gequatscht, obwohl sie nichts in meinem Leben zu suchen hat. Aber da müsst ihr eben auch aufpassen, ja? Aus netten Aktionen entstehen komische Sachen. Und da konnte ich auch nicht vertrauen, ja? Oder wissen, was hat die jetzt mit mir vor? Also, egal wie man es macht, ihr müsst auf euch selbst in erster Linie aufpassen. Und das Wort Vertrauen kommt ja nicht umsonst mit sehr viel Wert daher, ja? Deswegen ist Vertrauen für mich auch nicht schnell aufbaubar. Auf gar keinen Fall. Weil es nämlich auch schnell zusammenfallen kann, aber das ist eine Illusion, ja, dann entstand oder war da kein Vertrauen von der anderen Seite. Wenn man das Vertrauen einmal so weghacken kann, dann existierte vorher auch nicht dieses Vertrauensverhältnis von diesem Menschen, mit dem ihr zu tun hattet. Da müsst ihr natürlich so ein bisschen gucken, inwieweit könnt ihr euch daran tasten, ja, inwieweit vertraut ihr, ab wann vertraut ihr jemanden, ist ganz wichtig, ihr Lieben. So, jetzt sagt oben auch schon jemand, du hast genug gesprochen. Ihr Lieben, falls ihr bis hier dran gewesen seid, Dankeschön. 1,07 € wollte ich sagen. 1:07:27 jetzt gerade. Bleibt gesund, ja? Einige werden was damit anfangen. Ihr sollt in Heilung gehen. Und danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ja, wünsche euch einen super schönen Tag, falls ihr das Video wirklich sehr früh geguckt habt. Bedanke mich. Bleibt gesund. Ach so, ich muss ja ausdrücken, ja. Tschüssi.